Sucht. Du hast mir alles genommen. Wieso ich denn? Du hast dich doch hängen lassen. Du hast mich verführt, mir Dinge gezeigt und so die Kluft vergrößert. Wieso ich? Du hast dich doch hängen lassen. Sucht, du weißt ganz genau, dass du mich nicht freilässt. Aus was freilassen? Frei von der Sucht. Welche Sucht? Du hast doch gar keine. Und was soll das hier sein? Keine Sucht? Und was soll ich damit denn zu tun haben? Weil ich fordernd erscheine, noch nie das hier angerührt habe. Und als du da warst, habe ich angefangen zu rauchen. Aber dir hat es doch gefallen. Okay, am Anfang hat es mir gefallen. Ich habe den Stress, die Arbeit, alles vergessen. Aber dann kamen die ersten Symptome. Die Krankheit und die Sucht. Aber du hättest ja jederzeit aufhören können. Wie denn, wenn mich die Sucht jeden Tag begleitet? Ich wollte doch nur auf dich aufpassen. Das ist genau... Aufpassen? Bitte! Du hast mir gezeigt, wo Zigaretten zu finden sind. Hast mich in die Gänge gekauft, in den Supermarkt, die Tabakläden, jeden Ort, wo es Zigaretten zu kaufen gibt, hast du mir gezeigt. Und ich habe auch doch zugelangt. Warum wirfst du mir jetzt alles an den Kopf? Was habe ich denn damit zu tun? Was willst du denn jetzt von mir? Ich will dich loswerden! Hey, 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 ganz ruhig. Was soll das denn? Ich will dich vernichten, auslöschen, in die dunkle Schublade stecken. Und dann werde ich wieder leben können. Ganz ruhig. Sieh mal, was ich hier für dich habe. Toll. Ein Bier. Es ist nicht nur ein Bier. Dieses Bier befreit dich von deiner Sucht und lässt dich wieder leben. Reingefallen. Es ist immer wieder das Gleiche. Du wirst die Sucht doch nicht loswerden. Die Sucht will dich loswerden.